Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück. Heute werden wir ein paar Toads retten. Weil wir gesehen haben, dass welche im Schlamm feststicken. Beziehungsweise in dieser komischen Finsterzeit Gedöns da. Beim letzten Mal hatten wir Pinguine gerettet. Die waren ultra cute. Und dafür haben wir einen Kameraden, also einen Spark bekommen, der heilen kann. Sehr, sehr praktisch. Also der heilt nur der ihn nutzt, aber trotzdem sehr praktisch. Okay, wir müssen nur die Toads erreichen. Ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Boah, ist die Strecke lang. Ich sehe aber nur Bonbons momentan auf dem Weg. Ich sehe keine anderen Gegner. Muss irgendwie gucken, dass ich den Teamsprung so anständig nutze, dass beide weit kommen. Machen wir mal die Gefahrensicht an. Luigi kann dadurch, glaube ich, sogar noch mal ein Stück machen. So, dann entfernen wir mal die Bombe da. Und für Sicherheit ist er jetzt gesorgt. Da kommen doch 100% noch Gegner, oder? Ne, da sind zwei. Ein Feuer und ein Eis-Dude. Ah, da spawnen die. Na gut, dann ist ja jetzt am Anfang wirklich gar kein Problem vorhanden. Okay, Mario muss ich weiterhelfen. Der kommt einfach überhaupt nicht voran. So, geh da mal hin, Luigi, damit Rebella auch noch einen Teamsprung machen kann. Im Prinzip kann ich eigentlich immer Mario vorausrennen lassen. Wenn ich wegen dem Boden da nicht treffe. Ah, da sind auch noch mal welche. Die verstecken sich hier so ganz leicht. Bis ich da oben ankomme, sind da wahrscheinlich richtig viele. Aber da erscheinen noch Bomben, die ich nach dem werfen kann. So, die kommen ungefähr gleich weit. Machen wir das mal so. Nimm dem mal den Schutz. Dann mache ich, dass Mario einen Teamsprung machen kann. So. Dann ist der Weg hier frei. Let's go. So, da oben nehmen wir schon mal ein bisschen Deckung weg. Die Bombe kommt, glaube ich, nicht weit genug. Dann kann ich ihm da oben nämlich den Bomber entgegenwerfen.
Schade, kommt gerade so nicht weit genug. Ich müsste nach Möglichkeit das Portal da oben zerstören. Und da jetzt bloß kein neuer Gegner kommt, aber ich komme nicht weit genug. Auch mit dir. So, ich komme, glaube ich, die ganze Treppe nochmal runter. Teamsprung, so weit wie möglich. Viel besser wird's nicht. So, weg aus deiner Deckung. Dann greifst du nämlich wenigstens nicht sofort an. So, dann nehme ich das ungesehen, damit die Luigi nicht direkt angreifen. Ich muss nur einen durchkriegen. Ich muss nicht unbedingt die Typen da platt klopfen. Es wäre nur ein Vorteil. Ich lasse Mario den Teamsprung zuerst machen. So weit wie möglich da rein steuern. Es könnte nämlich eventuell funktionieren. Dann kann ich eventuell einen Pfiff auf die alle da geben. So, komm, bitte. Geschafft. Oh, ich dachte, es käme jetzt eine Sequenz. Aber wir haben nur Toad gerettet. War die Röhre hier vorher auch schon da? Nein, da. Das ist wieder so eine Rätselröhre, ne? Die blaue Münzen-Herausforderung ist das hier. Bin nicht so unfähig, die Münzenteils einzusammeln. Auch wenn viele was anderes von mir behaupten. Ja, wissen. Atlas Teil über Flockenbrocken. Die wollte ich auch mal vorlesen, ne? Das mache ich, wenn ich das Gebiet fertig habe. Dass ich die Informationen mal vorlese. Da ist auch noch meine Leiter nach oben. Oh, gibt eine Abkürzung. Ich muss nicht mehr durch diese eine Höhle laufen. Das ist sehr schön. So, den Gegner da versuche ich zu ignorieren. Ich meine nämlich nach links der Weg, der war vorher vereist. So, den Kampf habe ich ja gewonnen. Ich gucke jetzt hier gerade mal eben kurz, was ich verbessern wollte. Ich wollte die Wirbelklinge bei Rebelle auf jeden Fall verbessern, dass die viel, viel mehr Reichweite hat. Bei den beiden spare ich noch ein bisschen, weil ich hätte gern hier die zusätzliche Heldensichtladung. Bei ihr möchte ich die Heilungsverbesserung. Kettenziele bei ihm.
Vom Prinzip her spare ich eigentlich gerade auf die Viererfähigkeiten. Bei ihm sollte ich die Raserei verbessern. Na guck mal, dann dauert es noch ein bisschen, bis ich hier nochmal bei dem was mache. Aber zumindest Rebella hat jetzt mehr Reichweite. Also Trefferreichweite. So, hier war Eis im Weg. Dass ich da unten dran kam. Dich sollten wir ignorieren können. Naja, jetzt ist hier eine Abkürzung, ne? Zu dem schönen Geld. 500 Münzen habe ich jetzt wieder. Darüber, da konnten wir nicht hin. Okay. Es war weniger im Weg als gedacht. Ich dachte, das war eine komplette Wegblockade beim den letzten Malen, aber tatsächlich nicht im geringsten. Zu der Katze da hinten kamen wir nicht, oder? Nee, das gehört da auch dazu. Okay, ich habe einfach nur komplette Hallus gehabt. Schön, dass wir das geklärt haben, Leute. Dass ich einfach nur Halluzinationen hatte. Ich guck mal sicherheitshalber auf die Karte. Ja, da ist offenbar das Portal von hier. Diese Herausforderungen. Das Geheimnis der Höhle. Ich käme da irgendwo runter. Wahrscheinlich über die Kanone, die da oben stand. Na gut, dann weiter geht's, ne? Ich denke mir immer viel mehr, als es eigentlich ist. Das da hinten sieht lustig aus. Ich glaube, der hat irgendwen in der Hand. Und der findet jetzt, glaube ich, nicht mehr ansatzweise so lustig. Der Tentakel rastet aber auch aus. Der rastet richtig aus. Ich will nicht mit dem tauschen, den er gerade da im Griffel hat. Geld, 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 Geld. Ich wollte jetzt aber eigentlich erst durch die Röhre da. Wo komme ich raus? Wahrscheinlich bei der Kanone, oder? Nee. Ich konnte durch die Map gucken. Ja, da hat wirklich irgendwen in dem Griffeln. Dich muss ich plötzlich machen, dann kann ich an die Kanone. Warum sieht hier fast jedes Level gleich aus? So, diesmal denke ich dran. Mario, erstmal alle boosten. So, wenn die gleich durch den Spitzeffekt hüpfen, dann sollte Luigi treffen. Ich muss sogar nur zwei besiegen. Ich muss nicht mal alle fertig machen. Alter, Rebella ist mit dieser riesigen Klinge einfach so heftig. Vor allen Dingen, das sind nur Nahkämpfer. Die können nichts machen. Vom Prinzip her könnte ich jetzt Mario nach vorne schicken. Wenn du reicht ja schon von hier. Ja, und schon haben wir eigentlich nur geschafft. Da ging ja instant. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben unseren neuesten Spark noch gar nicht aufgebessert. Okay. Er ignoriert jetzt 30% der maximalen HP. Yeah.
So, da wollen wir erstmal die Leiter runterkicken. Oh, da ist wieder dieser eine Typ. Dieser Forscher-Rabbit. Professor Wunderlich. Gott sei Dank, ihr seid hier. Ich bin im Begriff, das größte Geheimnis von Frankenbrocken zu enthüllen. Ich bin dabei, den Schatz der Weisheit zu heben, den er birgt. Das Rätsel von Flockenbrocken ist eng mit den jüngsten Wetterkapriolen verbunden. Hört mal. Die Sonne auf Flockenbrocken brannte ach so heiß, über die Stirn rann den Rabbit stets der Schweiß. Die Rabbits sahen ihr Schicksal nicht ein und erbauten eine glühende Maske aus Stein. Frische Luft blies nun in die Welt hinein. Doch dann, das würde Isaiah gefallen, wurde die Maske von einem Tentakel befallen, ihr nun einziger Atem bedroht das Überleben von allen. Es reimt sich alles. Diese Volkssage erzählt die heldenhafte Geschichte der Rabbits, die mit Hilfe der strengen Maske das Klima hier reguliert haben. Misera. Für einen von Miseras Finsterzeit-Tentakel war es ein leichtes, die Maske zu missbrauchen und den Planeten mit eisigen Winden zu überziehen. Dieses Monument soll an diesen Tag erinnern. Senkt mal der drei Masken. Hier ist die Antwort, um auf das Rätsel zu finden. Okay, muss ich die jetzt einfach nur wieder drehen? Warte mal, ich höre mir noch mal eben kurz an. Der hat zu allem irgendwie einen Hinweis gegeben. Genau richtig. Stein, Sonne. Und irgendwas, was auf Tentakel hinweist. Doch dann befiehlt Finsterzeit die Maske, wenn ihr die blauen Symbole den So, hier muss auf jeden Fall Sonne. Das ist Sonne, oder? Und da gibt es etwas, das noch mehr wie Sonne aussieht. Nee, das ist auf jeden Fall Sonne. Das ist die Steinmaske, nehme ich mal an. Ja, da dreht sie war easy. Also das war wirklich einfach. Ein Geschenk der Sternentrank. Ihr habt das Rätsel von Brockenbrocken gelöst. War faszinierend. Man sollte für das dankbar sein, was einem die Natur zur Verfügung stellt, anstatt sie wie einen Ackergolf vor den Karren zu spannen. Das ist die Lehre, die man hier rausziehen sollte. Abgesehen davon scheint das Denkmal der drei Masken eine deutliche Mahnung zu sein. Und das nicht nur für diesen Planeten. Euch ist es zu verdanken, dass ihr niemals in Vergessenheit gerät. Ich bin euch von tiefstem Herzen dankbar, meine Freunde. So, dann mal wieder zurück. Peng. Muss ich jetzt hier den ganzen Weg nochmal zurück? Nur weil hier keine Abkürzung ist. Ich würde sagen, wir helfen dem da hinten noch, ne? Ist da ein Geist? Ja. Danke, dass du für mich antwortest, Luigi. So, hier muss ich runter. Da vorne ist nochmal der Laden. Ach, der fällt mir ein, ne? Wie viele Münzen haben wir? Sehen wir das irgendwo? 12 Planetenmünzen brauchte ich für den Schlüssel. Wo ist überhaupt das Tor dazu? Ach ja, hier. Da ist das Portal. Da muss ich irgendwie normal hinkommen. Wahrscheinlich, wenn ich hier alles freigelegt habe. Hier ist nochmal eine Röhre. Die führt wahrscheinlich nach da oben, wo der Geist gammelt. Oder ich komme von hier aus zum Portal. Okay, hier ist der Schlüssel. Jetzt ist das andere. Ich kämpfe gegen den Geist.
Hast du einen Schatten? Überlebe. Ich muss 6 Runden überleben. Okay, das hat also nichts mit Kämpfen zu tun. Dann gehe ich mal eher auf diese 3. Ja, wenn ich nicht kämpfen muss, dann lieber die, die ich verbraten kann, ne? Oder kann ich die doch umbringen? Oh, ich kann die umbringen. Na gut, dann testen wir wenigstens mal eine komplett neue Konstellation. Nein, Leute. Schlacht neu planen. Ich kann den einen pfeffern. Sind das Nah- oder Fernkämpfer, ist auch noch die Frage. Ich muss ja nur überleben. So, hier vorne will ich ungefähr hin. So, das ist auch schon die Reichweite, die ich erreichen wollte. Ich weiß nicht, ob Geister gegen Spritzangriffe immun sind. Ich hätte vorher gucken sollen. Sie können auf jeden Fall fliegen. Sie sehen doch nochmal so Stampfer. Komm, bitte triff. Wobei, das hat nicht getroffen. Tschüss. Dann halt so. Dafür habe ich die Barriere angemacht. Okay, der macht Flächenschaden, der Geist. Oder Flächenverwirrung? Eins von beiden auf jeden Fall. Und es sind Nahkämpfer. Doch nicht. Was darf ich jetzt über euch denken? Oh, die mögen Eis nicht. Perfekt. Gut zu wissen. So, dir will ich eine pfeffern. Und dann nutze ich mitten in euch eben kurz das hier einmal. Die gebe ich eine mit. Und wir wissen ja, von wo sie kommen. Der kann sich eh nicht bewegen. So, tschüss. Boah, ist die Klinge einfach gigantisch. Muss nur überleben, Leute. Windstoß ist das. Okay, am besten einfach keine neuen kommen lassen. Ich nehme an, gegen Feuer seid ihr höchstwahrscheinlich immun. Die sind nur unempfindlich gegen Windstoß, okay. Warum kann ich das Portal dann nicht anvisieren? Und warum gebe ich dem eigentlich keine Mitgift?
Ich glaube, das Portal kann man generell nicht anvisieren. So, Leben haben wir weg. Dann male ich jetzt einfach die Sturmklinge an. Dich lassen wir heilen. Aua. Der ist da oben. Die Geister sind nervig. Mit ihren dummen Windstoß. Wie viele Runden muss ich noch überleben? 3 Runden. Ich weiß nicht, ob Rebella das jetzt überlebt. Ich muss einfach hoffen, dass ich ihn jetzt weit genug wegschleudere. Schaden erhöhen. Dann machen wir die Teambarriere. So, die schicke ich mal nach da oben. Mit ein bisschen Glück. Fließt die jetzt weg. Ist geschützt. Braucht man sich keine Sorgen machen. Die kann keinen Schaden kriegen, zumindest nicht sofort. Ja genau, greif Mario an. Und lass bloß Rebella in Ruhe. Kommt, seid gut und stellt euch richtig gut beieinander. Hey, jetzt wollen die mich wieder wegpusten. Ich hätte mich auch komplett in die Landschaft hier stellen können mit dem mit der Teambarriere. So, jetzt mache ich den Move of the Game. Cooldown zurücksetzen. Okay, der ist tot. Minus 1. Die können jetzt eh keinen Schaden drücken. Brennt. Im besten Fall steckt eure Kollegen alle an. Und danach konzentriere ich mich jetzt nur auf Flucht. Genau, greift Peach an. Greift die an, die noch eine Barriere hat. Ich muss danach nur noch die Runde überleben. So, jetzt muss ich einfach nur entkommen. Ich
Ich muss nicht in den Kampf ziehen. Ich muss nur weit weg von denen, dass die mich bloß nicht treffen können. Am besten sogar richtig weit voneinander weg. So, und sicher ist sicher. Genau richtig. Die sollten aber eigentlich nicht weit genug kommen. Na los. Warum auch immer die Sturmklinge sich nicht aktiviert hat. Heatwish zu nehmen war eine gute Entscheidung. Okay, Geister sind nicht besonders schlimm. Die können ja nur wegpusten. Was habe ich denn da eingesammelt? Waffenskin. Ich habe jetzt für einen Waffenskin mein Leben riskiert? Euer Ernst? Für wen überhaupt? Für Luigi. Dafür habe ich mein Leben riskiert. Dafür. Und ich glaube, eine Planetenmünze gab es jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich heile mein Team. Beim nächsten Mal retten wir den Rabbit, der da unten eindeutig in der Bredouille steckt. Und machen hoffentlich dann auch den letzten Teil vom Flockenbrocken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.